Ja, hi Leute. Wie auch letztes Jahr bin ich heute mal eingeschritten, um eine Raupe zu retten. Letztes Jahr waren das Raupen von Deilephila elpinor, die auf dem Teich gefangen waren. Diesmal ist es eine verpuppungsbereite Raupe von Sphinx ligustri, dem Ligusterschwärmer. Und das ist ein echtes Highlight für mich. Also die Raupe ist schon ganz starr, ist quasi schon eine Präpuppe. Muss ich nur noch häuten. Hier das typische Horn hinten. Ziemlich lang, die rosanen Streifen. Die typische Kopfkapsel. Die ist jetzt natürlich eingeschrumpft, die war deutlich größer vorher. Hängen wir jetzt einfach da rein. Und zwar hat eine Katze mit der rumgespielt. Und dann habe ich sie gerettet vor der Katze. Sphinx ligustri ist tatsächlich so eine der Arten, die ich unbedingt immer mal finden wollte. Und ich habe sie immer schon hier vermutet, weil meine Großeltern sagten, früher sind die massenhaft hier rumgelaufen. Habe immer in den Ligusterhecken geguckt, aber nie eine Raupe gefunden, nie den Falter irgendwo gesehen. Auch nicht diese Kotansammlungen unter den Hecken. Aber ich habe jetzt doch die Bestätigung, dass sie hier vorkommt. Das war bei uns im Garten. Da hat diese Raupe nochmal Glück gehabt. Allerdings hat sie so komische weiße Pünktchen auf dem Körper unregelmäßig verteilt. Die lassen sich auch nicht abmachen. Ich hoffe mal, das sind keine Fliegeneier oder keine Parasiten irgendwie. Damit diese Raupe durchkommt, die werde ich dann hier drin überwintern. Ich habe jetzt einfach hier eine Dose mit etwas feuchter Erde genommen und da eine Kuhle reingedrückt, in die ich sie jetzt reingelegt habe, damit sie sich da verpuppen kann. Kann man dann auch irgendwie ein bisschen was drüber legen. So. Ein Pflänzchen, dass sie ein bisschen geschützter noch ist. Ich meine, in der Dose kommt ja eh nichts an sie ran. Aber natürlicherweise spinnen die sich ja auch so ein kleines Körchen. Und machen wir das mal natürlich nach. Wie gesagt, ich hoffe, die ist jetzt nicht Parasiten befallen, aber die sollte sich jetzt innerhalb der nächsten paar Tage auf jeden Fall zur Puppe häuten. Dann müssten diese weißen Flecken auf der Haut weg sein. Ich hoffe, im Körper ist auch nichts Parasitäres drin. Das wäre natürlich sehr schade. Wäre natürlich cool, wenn wir die dann im nächsten Frühling schlüpfen sehen würden und den Falter freilassen können. Wir setzen diese Dose jetzt in den Keller, in den unbeheizten Kellerraum, wo ich zum Beispiel auch meine Lucanus züchte und warten dann so bis April, Mai und stellen sie dann langsam ins Warme und hoffen, dass alles gut geht. Ja, dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsschmetterlingsarten sind oder welche Raupen ihr besonders cool findet. Bei mir sind es die Swingidae, also die Schwärmer, und die Papilionidae, die Ritterfalter. Lasst mich mal wissen, was es bei euch ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.